Sehr schwüle Luft breitet sich jetzt über weite Teile Deutschlands aus und in der kommt es zu heftigen Gewittern, zum Teil mit wolkenbruchartigem Starkregen und lokalen Überflutungen. Und wir sehen, dass die Mitte und der Süden Deutschlands von diesem starken Regen betroffen sind. Regensummen teilweise mehr als 50 Liter auf den Quadratmeter und das fällt oftmals in nur sehr kurzer Zeit. Im Norden dagegen insgesamt trockenes Wetter. Heute in weiten Teilen Deutschlands seit diesem Mittwoch Sonnenschein, im Westen allerdings schon dichtere Wolken. Hier in Saarburg in Rheinland-Pfalz, da hat man schon die Vorboten des kommenden Wetters gesehen. Kräftige Regengüsse und Gewitter am frühen Morgen schon in Belgien und auch im Nordosten Frankreichs, die sich jetzt nach Deutschland hineinarbeiten. Und am Abend wird es besonders gefährlich im Süden von Baden-Württemberg und auch im Südwesten Bayerns. Da ziehen teilweise schwere Gewitter durch und da kann es dann auch durchaus zu heftigem Starkregen, auch größerem Hagel und schweren Sturmböen kommen. Passt am Abend in diesem Gebiet besonders auf. Und am Donnerstag geht es unwetterartig weiter, vom Südosten bis etwa in den Westen und Südwesten. Hohes Unwetterpotenzial durch diese kräftigen Gewitter, die von Südwesten heranziehen und vor allem am Nachmittag dann eben erhöhtes Unwetterpotenzial aufweisen. Und das eben in sehr unangenehm schwüler Luft. Im Norden überhaupt keine schwüle, trockene Luft, häufig Sonnenschein am längsten. Zur Ostsee hin haben wir richtig freundliches Wetter. Und an den Küsten ist es erfrischend. Bei Nordwind nur so knapp über 20 Grad. Im Süden eben zur Schwüle auch noch die hohen Temperaturen bis an die 30 Grad in den östlichen Landesteilen. Und dann gibt es immer noch teilweise kräftige Regengüsse in der Nacht auf den Freitag, auch noch am Freitag selber im Südosten. Da können noch mal starke Regenfälle mit dabei sein. Im Norden bleibt es trocken und freundlich. Und am Samstag beruhigt sich das Wetter allmählich auch im Südosten. Dafür ziehen dann an der Nordsee ein paar Regenschauer und Gewitter auf.